Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. So dumm ist Deutschland. Die Show, wo wir darüber reden, wie dumm Deutschland aktuell gerade ist. Heute haben wir wieder ein sehr tolles Thema. Und zwar geht es um ein Video, was veröffentlicht wurde, beziehungsweise es war ja in einer Live-Sendung und wurde einfach gesagt. Und zwar von unserem super kompetenten und definitiv gut ausgebildeten Wirtschaftsminister, der darüber gesprochen hat, was eine Insolvenz ist oder was beziehungsweise laut ihm keine Insolvenz ist. Ich würde sagen, wir blenden einen kurzen Ausschnitt des Clips ein. Ich würde jeden dazu raten, sich mal das komplette Video dazu anzugucken. Aber ja, das ist mal wieder unfassbar. Also gucken wir es uns mal kurz an. Aber rechnen Sie mit einer Insolvenzwelle am Ende dieses Winters? Nein, das tue ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden, aber sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr, dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Ja, aber wie wollen Sie denn kein größeres Minus machen, wenn Sie Leute bezahlen, aber nichts mehr verkaufen? Also wie soll man, also ich habe es nicht verstanden. Ja, ich weise darauf hin, dass es nicht automatisch eine Insolvenzwelle geben muss. Aber es kann sein, dass sich bestimmte Geschäfte nicht mehr rentieren und die dann eingestellt werden. Vielleicht werden sie später wieder aufgenommen. Das kann ja sein. Also das ist dann ja keine klassische Insolvenz. Also der hat ja von Wirtschaft wirklich 0,0 Ahnung. Das hat er ja schon mehrfach auch bewiesen und auch gezeigt. Das Schlimme ist nur, also was, wo ich jetzt wieder sage, wie dumm die Deutschen sind, normalerweise hätte nach diesem Auftritt, hätte eigentlich die komplette deutsche Bevölkerung die komplette Regierung zum Teufel jagen müssen. Ja. Also wer so eine Aussage trifft, ich meine, es geht ja auch genügend Spott mittlerweile durchs Netz. Ja. Und ich sage mal, eigentlich muss jetzt selbst einer, der nur 3 Hirnwindungen hat, der müsste eigentlich bei dieser Aussage, das müsste selbst, also das muss wirklich eigentlich jeder verstehen und es muss eigentlich jedem klar sein, dass man mit so einer Person niemals ein Industrieland wie Deutschland regieren kann. Ja. Das geht nicht. Ich meine, die Regierung zeigt es ja jetzt wirklich, wir gehen ja mit Riesenschritten, geht es ja jetzt voran, was ich ja schon immer gesagt habe. Ich habe gesagt, eigentlich ist das jetzt genau das Beste, was Deutschland passieren kann, weil die Karre ist so tief im Dreck, die können wir sowieso nicht mehr rausziehen. Wir können jetzt nur eins machen, wir können die Karre komplett im Dreck versenken. Ja. Ja? Und dann kann man versuchen, wieder neu anzufangen. Und genau das wird meiner Meinung nach passieren. Und genau das wird meiner Meinung nach gemacht. Und es ist auf der einen Seite, finde ich, froh. Ich finde es geil, weil ich kann wirklich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, Dummheit muss bestraft werden. Und Dummheit muss bestraft werden. Und die wird bestraft werden. Ja. Und das werden wir jetzt alle am eigenen Leib spüren. Ja. Was ich nur immer noch nicht verstehen kann, ist, dass die deutsche Bevölkerung nicht auf die Straße geht. Dass sie sich so einen, wirklich, deutsch gesagt, so einen Scheißdreck überhaupt sagen lässt. Also ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln, was hier in Deutschland abgeht. Und die Bevölkerung, die muss wirklich langsam begreifen, wir sind, es ist nicht mehr 5 vor 12, es ist schon 5 nach 12. Ja. Das heißt, wir können sowieso nur noch Schadensbegrenzung machen und eigentlich muss die Bevölkerung so auf die Straße gehen, dass es die komplette Regierung wirklich zum Teufel jagt. Also wir werden wirklich von Dummpfosten, von Schwerverbrechern werden wir regiert, wo wirklich einer dümmer ist wie der andere. Und ich sag mal, mit dieser Aussage, die Habeck oder was Baerbock auch gebracht hat mit dass ihr das Volk es egal ist, also ihre Wähler sind ihr egal. No matter what my German voters think. Wo ich so denke, wie abgehoben muss ein Politiker eigentlich sein, dass er so eine Aussage macht? Und das finde ich eigentlich das Erschreckende. Und es zeigt es aber immer wieder, dass die Leute, je dümmer sie sind, wenn sie an Macht kommen, umso gefährlicher ist es. Und es war, hat die Geschichte bei uns gezeigt und es war schon immer so. Und hier wird es jetzt nochmal bestätigt. Also,
Mit dem Habeck als Wirtschaftsminister, wir werden hier Insolvenzen eine nach der anderen kriegen. Ja. Es sind so viele, die jetzt schon geschlossen haben. Ich habe selbst zwei Freunde, die auch selbstständig sind, die auch davon betroffen sind, die auch jetzt Insolvenz anmelden müssen. Man sieht es ja auch mehr und mehr in den Nachrichten. Wir können ja mal kurz einblenden, ein paar Screenshots von den ganzen Firmen, die jetzt schon sagen, dass sie dicht machen werden. Ja. Also das wird hier auf jeden Fall noch eine gute Aktion werden. Das Problem ist, dass die Regierung sich natürlich hinstellen kann sagen, ja, dann habt ihr halt schlecht gewirtschaftet. Ja. Ne? Also ich sag mal, das ist natürlich ein Punkt. Wenn sich das Volk gefallen lässt, dass die Regierung quasi mit so einer Mentalität da rangeht und die dann noch so dumm sind und die weiter als Regierung lassen, ja, dann haben sie es aber auch verdient, dass sie pleite gehen. Die Leute merken ja noch nicht, was jetzt kommen wird. Ja. Also ich sag mal, das Problem wird ja die ganzen Folgeschäden, die jetzt kommen. Also ich sag mal, als erstes gehen jetzt die ganzen Bäckereien, die gehen pleite. Es gehen Fleischer pleite, weil sie alle die Nebenkosten nicht mehr bezahlen können. Beziehungsweise wer kauft ein Brötchen, was dann 2 Euro kostet? Ja. Weil es muss 2 Euro kosten oder sogar 4 Euro, damit sich die Bäckerei, damit das überhaupt noch funktioniert. Und darüber muss man sich im Klaren sein. Und es wird ja jetzt viele, viele Bereiche treffen. Mhm. Das heißt, wir werden hier in eine Situation kommen, die noch gar nicht absehbar ist, wie groß der Schaden überhaupt sein wird. Aber ich sage es nochmal, Habeck hat ganz klar damit gezeigt, dass er 0,0 Ahnung von Wirtschaft hat. Ja. Er weiß wirklich nichts. Ja. Das ist ein Dummpfosten, das ist ein Hohlvogel, der an Dummheit nicht mehr zu überbieten ist. So, es tut mir leid, dass ich sowas sagen muss, aber es ist einfach so. Ja. Er soll wieder Kinderbücher schreiben, er ist sicherlich lieb und nett und er ist menschlich, ist er bestimmt auch ein feiner Kerl, aber er hat einfach keine Ahnung. Ja. Und wenn ich keine Ahnung habe, dann muss ich die Klappe halten. Ja. Dann muss es jemand anders machen, aber er kann es nicht. Und das Krasse an der Sache ist ja sowieso, dass selbst wenn man keine Ahnung hat, man würde doch wohl mal mindestens erwarten, wenn man Wirtschaftsminister wird, dass man sich zumindest das Grundwissen aneignet. Ja, das sollte man auf jeden Fall haben. Es geht ja nicht mehr darum, dass man alles, sondern er wusste ja nicht mal die Sachen, die du in, sag ich mal, in dem ersten Jahr in der Scheiß-Uni lernst. Ich sag's mal so, eine Insolvenz, das weiß eigentlich fast jeder. Also sich hinzustellen und zu sagen, ich bin nicht insolvent, ich produziere nur nicht mehr. Also ich weiß überhaupt nicht, wie man zu so einer Aussage überhaupt kommen kann. Ja? Also wenn man sagt, ja, die Firmen, die werden schließen. Ja, okay, wenn er gesagt hätte, die Firmen werden schließen. So, das ist eine Sache. Ja. Aber wir hören mal kurz auf zu produzieren. Das Problem ist ja, es laufen ja Kosten weiter. Ich kann ja nicht einfach mal sagen, ich schließe jetzt mal meinen Betrieb 2 Monate zu. Gut, mal abgesehen davon, dass ich da nichts zu essen habe. Ich weiß gar nicht, wie ich überleben soll. Aber alleine so eine Aussage zu tätigen, also das ist der Wahnsinn. Um eins noch zum Schluss. Wenn ich dann solche Kommentare im Internet gelesen habe, wo dann Leute sagen, ja, es war ja von der Moderatorin auch unfair, ihm so eine Frage zu stellen, weil er ja keine Ahnung davon hat, man hätte ihn in eine Falle laufen lassen. Also da kann ich, also da muss ich sagen, da ist wirklich der dieses Kommentar geschrieben hat, ja noch viel dümmer als der Habeck ist. Also das muss man ganz klar sagen. Also das ist ja die nächste Stufe der Dummheit. Ja. Aber daran kann man sehen, wie dumm mittlerweile dieses Volk, das deutsche Volk, wirklich wie verblödet und wirklich wie dumm es geworden ist. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen. Ja. Also die Leute haben es ultimativ, was jetzt kommt, dank unserer Regierung haben sie verdient, denn sie haben es alle gewählt, sie wollten es alle so. Genau. Großteil hat die drei Parteien, die jetzt regieren, gewählt und die müssen jetzt damit auskommen. Also wir haben eine Gasknappheit und kriegen aber noch eine Gasumlage noch oben drauf. Also das ist schon mal das Geilste überhaupt. Also gut. Wie gesagt, Dummheit ist wirklich hier grenzenlos in dem Land. Unfassbar. Also Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt uns gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren stellen. Wir lesen uns die gerne durch. Und wenn ihr auch irgendwelche Videoideen habt über das dumme Deutschland, das wir machen könnten, gerne auch schreiben. Dann machen wir auch gerne darüber ein Video. Und dann würde ich sagen, ciao. That's why I'm like FD off the side. Real eyes, real lies, all those real lies. Meet me on the other side, them ones. I fucked up this verse, but I